Konnichiwa, konbawa, ohayo gozaimasu. Willkommen allerseits zur zweiten Episode von Dragon Quest 11. Die erste Episode war im Livestream auf Twitch, den findet ihr allerdings auch hier in der Playlist auf dem YouTube-Channel. Und die eigentliche zweite Episode wurde leider zerballert, die Aufnahme war defekt. Insofern gebe ich euch jetzt einen ganz kurzen Abriss, was jetzt zwischen der ersten Episode und der tatsächlich zweiten Episode passiert ist. Kaum ist Nagate nach Hause zurückgekehrt, nachdem er sich mit der Zeremonie auf dem Gipfel des Kieslinger Hünen bewiesen hat, da teilte ihm seine Mutter Petra mit, dass er die Reinkarnation des legendären Lichtbringers ist. Der Tag ist gekommen, an dem er die Geborgenheit Kieslingens hinter sich lassen muss, um aufzubrechen und sich seiner Bestimmung zu stellen. Nach einem tränenreichen Abschied von all seinen Freunden und seiner Familie bricht er nach Norden zur berühmten Stadt Heliodor auf. Genau, und das ist kurz und knapp genau auch so passiert. Wir haben überdies noch von unserer Freundin Sandra noch etwas bekommen, einen Talisman. Und den werden wir jetzt nochmal ausrüsten. Ein süßes, stichtes Geschenk, das Glück bringen soll. Sandra hat ihr ganzes Herzblut hineingesteckt. Und hier können wir nochmal mehr Infos sehen. Gibt uns plus 1 Abwehr und Chance mit Hör zu werden sinkt um 30%. Chance mit Flüchen belegt zu werden sinkt um 30%. Wir danken der lieben Sandra für dieses Geschenk. Und wir werden jetzt den Beehänder wieder rausnehmen. Ich verzichte auf die 4 Angriff und nehme doch lieber noch die 5% Chance auf Block plus 2 Abwehr mit, denn ich merke schon, dass er jetzt auch in dem drakonischen Modus, in dem ich mit schweren Gegnern zu tun habe, doch auch sehr viel mehr LP verliere und ich habe ja aktuell noch niemanden, der mich heilen kann. So, ansonsten in der letzten Episode haben wir uns auch eine Weltkarte mitgegeben. Der gute Bürgermeister, der uns auch darum gebeten hat, beim König doch ein gutes Wort für unser Dorf einzulegen. So, hier können wir auf die Weltkarte, können da nochmal nachschauen. Haben innerhalb der normalen Karte der Gebiete, sehen wir Gebiete in der Nähe. Wenn ich das anklicke, sehen wir Heliodor, das Markusse, der Malmorwald. Das sieht ihr auch links unten in diesem Bereich der Karte. Und die oben sind ausgegraut, weil ich eben noch nicht dort war. Ich bin jetzt genau aus dem Dorf rausgegangen. Unten links auf der Karte, ganz im Süden, seht ihr Glocken. In der Mitte seht ihr auch eine Glocke und ganz oben auch. Da war der Hinweis, dass man eben in Bereiche kommt, wo man nicht zu Pferd unterwegs sein kann. Wo man dann aber eben, wenn man dann wieder rauskommt, dann über eine Glocke eben das Pferd wieder rufen kann. Ein Miesrabe. Was macht er da mit diesem Totenkopf? MP versuche ich mir ein bisschen aufzuspannen, denn ich habe aktuell noch überhaupt keine Möglichkeit, meine MP zu regenerieren. Es wird Zeit, mich zu heilen. Yes, Aufstieg, Stufe 4. Und das Schöne ist, wir können direkt über Verschiedenes uns direkt heilen. Ah, es geht erst, wenn alle Gruppenmitglieder da sind. Schade. Dann müssen wir zumindest dann, um uns selbst zu heilen, einfach direkt über die Gegenstände gehen. Und futtern ein Heilkraut. Aber wir haben schon wieder 29. Ah, durch den Aufstieg. Der Aufstieg hat uns direkt an LP regeneriert und MP. So, wir wollen nach Norden. Das wäre hier über die Brücke. Ich will aber auch bestimmte Wege dann doch mal kurz auschecken. Rechts, das sieht doch interessant aus, ging es zur Smaragdküste. Wir folgen jetzt erstmal den Weg nach Norden. Wir kommen mit Sicherheit hier wieder zurück. Und das Pferd reitet sich wunderbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein stoisches, zäh zu steuerndes Pferd in dem Spiel hat. Du hast mit dem Pferd umgerammt. Ist auch gut. Was hängt da oben? Hier bleiben. Wie sie alle abhauen. Eine Gruppe Drakus erscheint.
Ich glaube, das war der erste kritische Treffer, den ich gemacht habe. Und wunderschön, die Welten hier sind wunderschön zum Abtauchen. Und ja, das passt auch hier wieder der Release von Dragon Quest 11. Perfekt für mich jetzt zum Herbst. Schön storylastig, wunderschön detailliert und liebevoll gezeichnet. Was will man mehr? So, da haben wir freche Gurken. Saure Gurke. Auch gut. Um einen Speer aufgespießt. Und man kann die Gegner im Grunde genommen kann man sie auch umreiten, aber ich weiß jetzt schon, wenn ich mir das angewöhne, dann werde ich das Nachsehen haben später und werde das Ganze nachgrinden müssen. Ich hoffe, ich bekomme bald Verstärkung, denn LP-technisch geht's bergab. Komm her. Okay, was auch immer es mit den Rahmen auf sich hat, ich kann sie irgendwie umreiten. Was auch immer das für ein Zweck ist. Und da hinten sehen wir Flammen. Das ist wie ein gemütliches Lagerfeuer. Ja, tatsächlich, wir können sie einfach generell mit dem Pferd einfach umreiten. Ah, das ist ein neuer Gegner, den gebe ich mir so. Aber wenn ich galoppiere, dann reitet das Pferd die Gegner einfach um. Hornhasen. Ja, ein Crit wäre mal wieder schön. Warum auch immer. Wenn ein Gruppenmitglied oft angegriffen wird oder bestimmt andere Strapazen zu bewältigen hat, erreicht es irgendwann einen gekräftigten Zustand, der seine Leistung im Kampf steigert. War nichts ewig wert, flaut der Effekt nach einigen Runden wieder ab und der Charakter ist wieder ganz der alte. Gruppenmitglieder, die am Ende eines Kampfes noch gekräftigt sind, bleiben es allerdings auch zu Beginn des nächsten Kampfes. Geil! Wie gesagt, Rage. Und direkt mal 20 Schaden ausgepackt. Finde ich gut. Finde ich eindeutig gut. So, wir reiten jetzt erstmal zum Lagerfeuer, dann. Vielleicht bekommen wir da jetzt schon unseren nächsten Begleiter oder können es zumindest regenerieren. Hey, einen Augenblick! What have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. Perfect. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith!
That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Auch gut. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Okay. Sehr gut. Was können wir brauchen? Wir steigen gleich mal ab. Hab ich die Ratten gesehen? Kann man auch nicht werfen. Hab ich bei den Hühnern auch schon probiert? Natürlich. Jo, wir schlagen mal ein Lager auf. Statue um Hilfe bilden. Zeichne ein Abenteuertagebuch auf, heile Leiden, wie zum Beispiel Vergiftungen. Machen wir einfach mal. Eine seltsame Stimme erklingt aus der Ferne. Alle verehrten Schäflein sind hier willkommen. Wie kann ich euch helfen? Beichte speichern. Weissagen. Erfahrung, wie viel Erfahrung jedes Gruppenmitglied benötigt, um die nächste Stufe zu erreichen. Hole gefallene Gruppenmitglieder ins Leben zurück. Vergiftung heilen, Flüche heilen. Gibt drakonische Missionen auf? Nein, das will ich nicht. Denn wenn man diese Schwierigkeitsgrade der verschiedenen Möglichkeiten der drakonischen Missionen deaktiviert, kann man sie nicht wieder reaktivieren. Zumindest nicht nach aktuellem Stand. Ihr müsst am Anfang des Spiels, das seht ihr in der ersten Episode auch, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das so machen wollt oder nicht. Ich habe das jetzt mit super starken Gegnern entsprechend eingestellt. Und ihr habt dann die Möglichkeit, dann auch später das dann auszuschalten, wenn ihr sagt, okay, es ist doch zu hart. Aber andersrum, wenn es euch zu einfach wäre, könnt ihr es nicht einmal hochstellen. So, wir ruhen uns jetzt mal aus. Bis zur Abenddämmerung. Oder bis zum Tagesanbruch. Ja, bis zum Tagesanbruch. Erstmal gepflegt knacken. Ratzen. Nennt mir mal noch Synonyme für schlafen, dösen, pennen, knacken, ratzen. Ist immer interessant, was aus verschiedenen Teilen Deutschlands so für Ausdrücke herkommen. Und vorhin war doch da so ein dicker Mann am... Nicht er. Das sah ja aus wie ein Händler. Das war, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Ich spreche jetzt nochmal mit ihr. Ja, weiß ich nicht mehr. Ah, auch speichern. Speichern wäre gut. Wir wollen speichern. Natürlich auf den nächsten Speicherslot. Das muss einfach sein. Beim Speichern müssen solche kirchlichen Orgelklänge kommen. So. Wir sind bereit zum Abmarsch. Wir rufen unser Pferdchen. Da ist es. So, das wäre nicht der richtige Weg. Wobei wir könnten in die Richtung gehen und dann uns nach links hocharbeiten. Was ist das denn? Was sagt ihr? Was? Zaubert sie mal weg. Vielleicht kann ich mit denen interagieren, wenn ich absteige. Ich glaube, sie wollen mich aber nur verarschen. Oder sie zeigen irgendwas an. Naja. Das werden wir noch herausfinden. Das ist auch sehr schön. Man kann vom Pferd aus Mats fahren. Ah, sieht das nicht wunderschön aus? Noch so ein Geist.
der das Pferd umreiten kann, aber. Eine saure Gurke erscheint. Die saure Gurke wurde besiegt. Mondschatztruhe. Mondrautenknolle. Okay, heilt ein Verbünden von Lähmungen. Da hinten sieht man schon fett die Burg. Ich wollte gerade sagen, fett die Gurke. Autsch. Oh. Hier auf Risiko. Oh, ja, ja. Wenn jetzt nochmal dran gekommen wäre, wäre ich das erste Mal draufgegangen. Das wäre bitter gewesen, so schnell. Ist auch ein neuer Gegner. Der Kuddel schläft. Sehr gut. Wecken wir ihn doch mal mit dem Feuerball. Schläft immer noch. Der macht mir Angst. Oh, scheiße. Ah! Aber kopflos mit 11 Schaden hier. Ach du Scheiße! Ich will fliehen! Ich kann nicht fliehen! Doch hier. Ja. Schnell weg, ey. Der Kuddel ist mir aktuell ein bisschen zu hart. Gut, ich meine, wäre es schon gut gelaufen, wenn er mit dem Feuerball geweckt wird. Aber trotzdem hier, Kopf zu verteilen mit der Wucht. Die Gegnertypen sind in Dragon Quest immer so geil. Hämmerling. Sieht auch geil aus, dunkle Rübe. Autsch. Okay, Feuer verträgt sich nicht gut. Aber physische Abwehr ist dann schon wieder weitaus besser. Ich hoffe, der Hämmerling packt keinen Crit aus, würde ich sagen. Aber das Umfeld ist natürlich besser. Ich merke schon, ich brauche jetzt schon massiv viel Heilkräuter. Ich brauche Begleiter. Ich brauche mehr Möglichkeiten, um anzugreifen. Vor allem viel mehr, dass ich überhaupt auch mal öfters dazukomme. Aber dann, wenn ich irgendwie ein oder zwei Gegner habe, dann habe ich schon das Problem, dass sie mir dann gleich zweimal was einfahren können. Muss ich jetzt echt absteigen? Einen zierlichen Zweig. Ein geschmeidiger, schlanker Stock in reizendem rosa Materialien. Können wir vielleicht einen Zauberstab, Spielzeug basteln oder sowas? So, ich reite jetzt aber mal zur Burg.
und beende die Episode genau an dieser malerischen, wunderschönen Stelle. Fantastisch. Schau nochmal aufs Land herab. Schauen jetzt nochmal auf die Burg. Und da geht's als nächstes hin. Und dann gucken wir mal, was der König Hedio da sagt, wenn wir ihm das Amulett zeigen, das wir haben. Bin mal gespannt. Müsste ja unser Vater sein, wenn das derselbe König ist. Wir werden sehen. In der nächsten Folge Dragon Quest 11 auf dem PC. Bis zum nächsten Mal.